Hallo Leute, es geht weiter mit The Cat Lady und diesmal habe ich einfach mal die Kamera ausgemacht, einfach aus dem Grund, weil es flüssiger, glaube ich, läuft. Also wenn ich jetzt mit ihr hier entlang schlender, dann geht es schon um einiges schneller und das Bild baut sich einfach ein bisschen schneller auf. Ich mache das jetzt einfach mal ganz spontan, gerade ohne Kamera. Wenn ihr das total vermisst, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Aber die Kamera war ja auch ab und zu ein bisschen im Weg und ich hatte mir halt überlegt, sie eigentlich oben links jetzt hinzumachen und dachte, ach, was soll's, mach jetzt einfach mal erstmal ohne, damit überhaupt wieder der nächste Upload stattfindet, weil ich war am Wochenende nicht da und deswegen kam nichts und ich hatte das nicht geschafft, jetzt vorher aufzunehmen und bla bla bla. Habe ich auch bei Facebook gepostet, sorry nochmal. Jetzt geht's weiter mit unserer lieben Patientin, die, und ich glaube, meine Katze hat gerade mit mir gekuschelt und ich glaube, ich habe ein Haar auf der Zunge. Das ist echt ein bisschen unangenehm. Ich hoffe, es ist weg. Genau, hochinteressante Themen hier. Wie gesagt, ich spiele einfach mal jetzt so ein bisschen hier vor mich hin und habe sogar einen Plan. Stimmt, ich hatte einen Plan, genau. Ich habe ein bisschen mich gespoilert, weil ich mich gefragt habe, was wir denn jetzt eigentlich als nächstes tun sollen. Und jetzt sollen wir tatsächlich noch mehr Handschuhe holen und ich versuche das jetzt einfach mal, ob das geht. Nimm Handschuhe. Und ich nehme viele Handschuhe. Und jetzt macht sie das auch. Das ist total merkwürdig, weil ich habe das vorher auch... Ja, jetzt haben wir ganz viele. Ich habe das vorher auch gemacht. Aber da hat sie immer gesagt, brauche ich nicht, ich habe ja schon einen. Warum man jetzt mehrere nehmen kann, kapiere ich nicht. Kapiere ich nicht. Aber ohne mich ein bisschen zu spoilern, hätte ich das jetzt nicht gecheckt. Und wir können jetzt wieder auch die Schrift gut sehen. Hier unten rechts. Weil das Bild halt von mir jetzt mal eben nicht mehr da ist. Und, da wir jetzt mehrere Handschuhe haben, werde ich nochmal probieren, die Toilette zu verstopfen, in der Hoffnung, dass es funktionieren wird. So. Ach, guck mal hier. Es ist egal, ob die Kamera da ist oder nicht. Richtig lesen kann man trotzdem nicht. Okay. Aber wir können jetzt wenigstens ein bisschen die Schrift lesen. Spül ab, benutze, alles klar, öffne den Deckel. Wir öffnen mal erstmal den Deckel. So, und jetzt machen wir die Handschuhe rein. Geht das? Das geht. Alles klar. Und jetzt spülen wir. Yay. Toilette verstopft. Alles klar. Okay. Kommt jetzt die Olle oder... Wir können die ja mal holen, ne? Wir drücken mal. Moinsen. Mein Gott, was dauert das denn immer so lange? Alleine, dass das so lange immer dauert, ist ja eigentlich ein Notfallknopf. Someone is coming. Have you rang the bell? Is there an emergency? Tell me something more about yourself. Ah, sagt sie schon von allein. Oh, well, that's hardly an emergency. It is when you need to use it urgently, like I do. I see. Fine, I'll sort it out. Just give me a minute. Ah, it's the gloves. Again! I guess I'll have to get my hands dirty since the cleaner's called in sick. Sie könnte sich ja selber auch Handschuhe anziehen, aber sie ist beschäftigt. Das heißt, wir können an die Akten ran. Tschüssikowski. Sehr schön. Okay, also wie vermutet, am Anfang war ja auch schon die Idee von mir, Toilette verstopfen und so. War schon der richtige Gedanke, aber damals ging es noch nicht. Jetzt können wir hier lustig den Entlassungsbrief zum Beispiel nehmen. Das mache ich doch mal. Nimm. Ja, genau das habe ich gebraucht, um endlich nach Hause zu können. Ja. Und die Akten können wir jetzt auch untersuchen oder nehmen. Ich brauche davon eigentlich nichts. Ich glaube, ich lese lieber eine Zeitschrift. Untersuchen. Das müssen die Patientenakten sein. Sie sind auf dem Tisch aufgestapelt. Okay, du willst sie echt nicht? Dann haben wir ja jetzt unseren Entlassungsbrief. Hallo. Sorry, Mom, can't let you through. We'll need to see a discharge letter from your doctor first. Hab ich auch. Here. Are you happy now? Yes, that seems fine. Can I just check your name band to confirm that you are indeed Anne Burton? Oh, all right. I didn't realize you knew how to read. There you go. Can I go now? Of course. Thank you, Mom. We'll see you soon.
No, you won't. Now get out of my way. Das ist doch mal eine klare Ansage. Bis dann. Okay. Wo sind wir, wenn wir hier reingehen? Abgeschlossen. Okay. Da können wir nichts sehen. Untersuchen. Die Tür zu einem Büro. Abgeschlossen. Da können wir ja die Bilder angucken oder so. Aha, Dime Ward. Oh oh. And you must be Susan Ashworth. Well, perhaps I am. Do you mind if I ask you where you're heading to? I was just going for a little walk, stretch my legs, get some fresh air. Oh nein. Oh nein. Na toll. Give it a rest. I'm not going anywhere. Miss Ashworth, please relax. There's been a mistake. You have been prescribed wrong medication. I apologize sincerely on behalf of my team and the hospital, but luckily we managed to spot it on time. On time? You have no idea what I've been through? Once again, I'm truly sorry. I promise no more drugs will be given to you. I personally guarantee you will have a good, peaceful sleep tonight, and you can be discharged in the morning. Why can't I go tonight? I want to go now! I'm really sorry, but we can't legally discharge suicidal patients without a full psychiatric assessment. It's too late for it now, but I promise we'll have a chat in my office first thing in the morning, okay? And then you can go home. Is that all right? I haven't really got much choice, have I? Now I'd like to ask you some questions about your life, Susan. You might find them very personal, but it's important that you answer me as honestly as possible. Fine. Let's get it over with then, shall we? I'd like to go home at last. Of course, I understand. So, Susan, let's see. Are you living alone at the moment? Ich habe eine Wohnung gemietet. Sie ist meistens recht einsam. Ich lebe allein und das ist auch gut so. Ich lebe mit einer Freundin. Sie muss schon krank vor Sorge um mich sein. Ich habe eine Wohnung. Sie ist meistens recht einsam. Ich lebe allein und das ist auch gut so. Ach, ich sag mal, ich lebe allein und es ist auch gut so. I live on my own. And it suits me just fine. I don't need anyone. People mostly bore me. Sometimes they annoy me or upset me. I'm happy with how things are at the moment. I have my little bit of space, and it's my own. It's private. I'd like to keep it that way. What do you do for a living? Ich bin momentan arbeitslos. Ich bin eine Kellnerin. Ich arbeite in einem Café. Sagen wir mal, ich bin eine Kellnerin. I'm a waitress. I work in a cafe. You do? Do you like it? It's okay. I don't mind it. It's just a job. It's important to keep busy. I'd advise you get back to work as soon as next week. I will. Describe to me what your mornings look like. What is the first thing you do each day? Ich trinke einen starken Kaffee und rauche auf dem Balkon. Ich frühstücke, meistens Müsli. Ich trinke eine Tasse Tee und lese die Zeitung. Ich liege wach im Bett, kann mich nicht dazu bringen, die Augen zu öffnen. Ja, die Frage ist halt immer, zu was wir sie jetzt bewegen wollen, ne? Wir haben ja so ein bisschen die Möglichkeit, ihr Leben jetzt selber zu gestalten, aber ich denke mir halt immer, warum sollte sich jemand sein Leben nehmen, wenn es ihm total gut geht und alles okay ist? Eigentlich ist es ja nicht alles okay, aber es ist halt auch, weiß ich nicht, klingt auch so deprimierend, ja, ich frühstücke meistens das. Also immer dasselbe ist natürlich auch, kann auch deprimierend sein, immer dasselbe zu tun. Während ich so zum Beispiel eine Tasse Tee trinken und eine Zeitung lesen, das klingt eigentlich ganz gemütlich und nett. Passt eher zu mir wahrscheinlich, obwohl ich keine Zeitung lese, aber weiß ich nicht. Das würde auch passen, trinken starken Kaffee und raucht auf dem Balkon erstmal eine so. Könnte ich mir
bei ihr auch gut vorstellen. Oder halt auch dieses im Bett liegen und ja, schon so voll Depri sein beim Aufwachen, so, oh scheiße, jetzt muss ich wieder ins Café und wieder arbeiten, so Tag ein, Tag aus. Gar keinen Bock irgendwie aufzustehen, würde auch zu ihr passen. Ich sag jetzt aber tatsächlich mal, ich frühstücke, meistens Müsli, so. So ein bisschen so deprimierend, irgendwie immer dasselbe mäßig. I eat breakfast. Cereal usually. Excellent. A healthy breakfast at the start of the day is extremely important. Would you say that you feel safer at home than outside? Ich denke schon, nicht wirklich. Ich fühle mich gar nicht sicher. Ja, ich denke schon. I suppose. It's not really about safety. I've just felt sad for a long time now. Really sad, you know? Somehow it brings me down even more when I go out and see all those happy, successful people. It makes me feel more like a failure. If I don't see it, it doesn't hurt that much. What do you think is missing in your life? Or rather, what is one thing that you think would make your life better? Es wäre schön, mehr Geld zu haben, glaube ich. Ein guter Freund, jemand, dem ich endlich vertrauen kann. Ich weiß, es ist albern, aber ich wünsche, ich sehe besser aus. Etwas, für das es sich zu kämpfen lohnt, wissen Sie? Einen Grund, weiter zu, ja, leben halt. Ja, etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Something to fight for, you know? A reason to go on. There's always a reason to live. Sometimes we just don't see it that clearly. Well, Doctor, I must have gone all blind then, because I can't see any. Have you ever attended group therapy for depression or some other form of counseling? Ja, hat nicht viel geholfen, wie Sie sehen können. Nein, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Sag mal nein. No, I'm not sure it's a good idea. Especially the group therapy thing. I'd hate it. You should at least give it a go first. And then decide. If you don't like it, we can think of something else, yeah? If you insist. But I doubt it'll help. Do you have problems sleeping? Jede Nacht. Selten. Ich schlafe in den meisten Nächten gut. Sagen wir mal, sie kann nicht gut schlafen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Mensch sich viel Gedanken macht. Beziehungsweise kann es natürlich auch sein, dass Schlafen so das Einzige ist, was einen so wegbringt von dem ganzen Denken am Tag. Und wenn jemand so traurig ist oder so, kann ich mir auch vorstellen, dass das Schlafen so die Erholung ist, weil man dann einfach mal nichts denkt und schläft und in Frieden ist, so während man am Tag bewusster halt über Dinge nachdenkt. Und das zieht einen natürlich dann auch runter. Aber ich sag trotzdem mal, sie schläft nicht gut. So würde ich sie jetzt eigentlich einschätzen, dass sie eher viel wach ist und so. Every night. I take pills for that. There aren't any left now, though. In the light of recent events, I think you should stay off those pills for a while. I suggest you drink some hot milk before bed instead. Would you describe for me how you feel at the moment? Ich fühle mich jetzt gut. Auf jeden Fall besser als vor dem Unfall. Ich fühle mich, als wäre die ganze Welt gegen mich. Also in Anbetracht dessen, dass sie jetzt in dieser Klinik war und was sie da jetzt alles erlebt hat, glaube ich, dass sie sich eigentlich eher schlecht fühlt. Also gut jetzt nicht. Also entweder halt natürlich besser als vor dem Unfall oder halt, als wäre die ganze Welt gegen sie, weil, sie wollte da die ganze Zeit jetzt raus und fühlt sich ja eigentlich überhaupt nicht wohl, vertraut ja auch irgendwie niemanden und fühlt sich recht einsam. Aber so eine Antwort gibt es jetzt nicht. Also, Fühlt sie sich denn besser als vor dem Unfall? Ich weiß nicht, also ich sag mal, als wäre die ganze Welt gegen sie. I feel like the whole world is against me. Do you find it hard to concentrate? Nein, nicht wirklich. Ja, manchmal. Tja, ist sie eine, die sich gut konzentrieren kann auf Dinge? Eigentlich ja schon. Fällt ihr das sehr schwer? Vielleicht kommt es da auch drauf an, was. Vielleicht schwimmt sie mit ihren Gedanken doch auch manchmal ein bisschen weg. So wenn sie eher die ganze Zeit daran denkt, hey, ich fühle mich mies, ich fühle mich mies, ich fühle mich mies.
dann kann sie sich ja auch irgendwie schwer konzentrieren, oder? Sie ist eine, die das ja so routiniert alles macht. Nach außen hin kann sie das schon alles. Also wenn es heißt, mach mal dies, mal das, Susan, vielleicht kriegt sie das auch hin und kann das beides auch schon trennen. Schwierig. Sagen wir ja manchmal. Yes, sometimes. Do you drink alcohol, Susan? Nein. Sagen wir mal nein. No. That's good. Alcohol is a powerful depressant. I never really liked drinking. Excellent. Sometimes when life gets too much and people feel sad or upset, they think about suicide. Do you often think about suicide? Nein, natürlich nicht. Weiß nicht, was in mich gefahren ist. Nun, ich habe manchmal darüber nachgedacht. Ich denke häufig darüber nach. Sagen wir mal, ja, ich habe schon manchmal darüber nachgedacht. Weil sie hat es ja eigentlich... Gut, klar, eigentlich müsste sie öfters darüber nachgedacht haben. Aber ich sage jetzt mal manchmal so... Wer weiß, ob sie... Ich meine, es ist ja alles nur Interpretation. Man kann jetzt sagen, was man will, aber... Sie könnte ständig daran gedacht haben und es dann wirklich getan haben oder halt ab und zu und dann einfach gesagt, ja, ich mach das jetzt einfach, so mäßig. Ich sag mal manchmal. So, als wäre sie vielleicht auch unsicher, das zuzugeben. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das unangenehm ist, das zuzugeben. Well, I used to think about it sometimes. Don't you think about it when you're really down? Susan, I'm a psychiatrist. My job is to talk people out of it. Would you ask a fireman if he ever thinks about setting fire to his house? I suppose not. But I'm sure lots of people have times when they do think about it. I couldn't say, Susan. The statistics show that men are 3 times more likely than women to commit suicide. That puts you in the minority. But of course, that's missing the point. Suicide is never the solution. There's always a way of solving whatever problem you might have. I realize that now. Please, in your own words, try to explain to me, why did you really try to take your own life, Susan? Es war nur ein plötzlicher Impuls. Ich schäme mich jetzt dafür. Nichts hat mich mehr glücklich gemacht. Ich wollte jedem zeigen, wie verletzt ich im Inneren war. Ja, das ist natürlich jetzt genau die Frage, die ich gerade eben mich gefragt habe. So, ist es eher ein plötzlicher Impuls gewesen oder, ja. Ich würde sagen, nichts hat mich mehr glücklich gemacht, weil sie das, glaube ich, selber mal gesagt hatte irgendwie, dass es irgendwie einfach keinen Grund mehr gibt und so. Ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendjemandem was beweisen wollte. Also sie scheint für mich schon jemand zu sein, die sich ganz in ihre Welt zurückgezogen hat und das auch für sich ganz alleine einfach entscheiden wollte, dass da einfach nichts mehr da ist. Für das es sich zu leben lohnt. So schätze ich sie jetzt gerade einfach mal ein. Nothing was making me happy anymore. There wasn't a single thing that would bring a smile to my face. I kept thinking, won't it be better if I just disappear? I tried. I really tried to find something. Took a long bath. Picked up a book. Watched some television. But I just couldn't get into anything. All those things seemed like worthless distractions, and I myself felt obsolete, needless. It just would get worse and worse. By the afternoon, I realized I cried for the past 3 hours. I didn't even know I'd been crying until I went to the bathroom and saw my face in the mirror. I looked like a ghost. I looked like I was dead already, you know? And then... I saw the sleeping pills. I thought, why not? And I did it. Do you feel as if you're a burden? Or that life isn't worth living? Nicht mehr. Manchmal, wenn ich mich ganz schlecht fühle. Aber jetzt würde ich die Frage gerade nochmal lesen. Nicht mehr? Manchmal, wenn ich mich ganz schlecht fühle. Ja? Sometimes. When I feel really low, I used to think everyone would be happier without me. But I guess people don't really care. Besides, I live alone. Who could I be a burden to? What makes you feel better? Meine Katzen. Arbeit hatte mich mal glücklich gemacht. Antidepressiva haben bei mir wirklich geholfen. Ein langes Bad. Ja, sie hat ja gerade gesagt, dass das eigentlich nicht geholfen hat.
Arbeit hatte mich mal glücklich gemacht. Ach, ihre Katzen. Ihre Katzen haben sie waren. Ja, ihre Katzen haben sie glücklich gemacht. My cats. I always put out a bowl of food for the stray cats. They're ever so grateful. I like their company. What makes you feel worse? Leute, die haben mich zu oft enttäuscht. Ich hasse es, wenn es die ganze Zeit regnet. Lärm, zu viel Lärm macht mich wirklich wütend. Einsamkeit, ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich sprechen könnte. Schwierig. Ich glaube, dass alles passt ja immer so ein bisschen. So, vielleicht findet sie auch alles scheiße. Den Lärm, den Regen, alles. Wieso muss ich mich jetzt entscheiden? Keine Ahnung. Ich meine, natürlich, die Einsamkeit ist auch total doof. Obwohl, ich weiß nicht warum, aber ich schätze sie irgendwie immer so ein, als ob sie einfach auch gerne alleine ist. Und von daher nehme ich lieber irgendwas von den anderen drei Sachen. Ich tendiere so zwischen Lärm und Leute. Ich glaube, Lärm mag sie auch nicht. Oder es ist ihr einfach egal. Ich sag mal Leute. Leute, die haben mich zu oft enttäuscht. People. They've let me down too many times. Deswegen mag sie auch die Katzen. I don't know who to trust anymore. I only trust my cats these days. Sag ich doch. So you say in the suicide note. Because that's true. I've been stabbed in the back more times than I could count. Have you imagined your funeral? And how people will react to your death. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Wahrscheinlich würde eh niemand kommen. Ich habe sie mir oft vorgestellt. Ich hoffe, dass die Leute würden sich schuldig fühlen. Nee, das sage ich nicht. Sie sagt, wahrscheinlich würde eh niemand kommen. So als ob sie sowieso allen egal ist. Probably nobody would come anyway. Can you imagine it? Now that's a sad picture. Loved by no one. Missed only by some cats. No tears shed for me. No flowers on my grave. But that's okay. I never liked flowers. I wouldn't miss that. Finally, I'd like you to tell me about Eric. Eric? Yes, your husband. I believe this might be important. What can you tell me about your relationship? What had happened between you two? Oh, sie hat einen Ehemann. Ich möchte wirklich nicht darüber reden. Das hat nichts mit ihm zu tun. Kann ich jetzt bitte nach Hause gehen? Da gibt es nichts zu reden. Es wird spät. Können wir ein anderes Mal darüber reden? Anscheinend möchte sie wirklich nicht über ihren Ehemann reden, von dem wir jetzt zum ersten Mal erfahren. Da gibt es nichts zu reden, sagt sie. There's nothing to talk about. Fine. I suppose you've opened enough for one day. Okay. One more question. This is just a formality, but I have to ask, are you going to do it again? That's a hard one. I don't know. But hey, I've got it. The answer is no, I'm not. Thank you very much. Excellent. We're nearly done here. There's just one more thing I must clear with you. What exactly happened last night? Well, after I'd met you outside the ward yesterday, I went back to my room and fell asleep. I slept really well, considering what happened earlier. But then someone woke me up. It was the same nurse who was so friendly with me the first night. She said we needed to talk. We must go, Susan. You are not safe here. But... Please, you must follow me. Quickly. Soll ich jetzt gehen? Ach so, ich kann mit ihr jetzt gehen. I went after her. The ward seemed very quiet. It must have been late at night. Hurry! Wait for me. Tell me what's going on here. Okay. Was ist denn da passiert? The security guys were gone. She pointed at the corridor and said, "You go first.
I'll explain everything in a minute. Susan, if we don't escape now, they're going to hurt you. Please trust me. I know a way out of here. I'll help you escape. Let's go down this corridor. I'll be right behind you. Oh, okay. Also wir erzählen gerade, was da passiert ist mit der anderen hier. Aber die gibt es ja irgendwie, glaube ich, gar nicht. Von daher bin ich mal gespannt, was wir im nächsten Part erfahren werden hier bei The Cat Lady, weil... Ist das alles nur Einbildung gewesen, was sie da erlebt hat, oder ist das wirklich passiert? Weil wenn es die hier gar nicht gibt, die Schwester, dann, dann wird's merkwürdig. Bin gespannt, was dabei herauskommt. Danke fürs Zuschauen und bis dann.